Lieben, meine Peak Week ist hier. Die Peak Week ist immer die Woche vor dem Wettkampf. Und ja, ich werde euch jetzt die letzten 7 Tage von meinem Wettkampf mitnehmen, euch zeigen, was es bei mir zu essen gibt, euch in mein letztes Training mitnehmen und ich werde euch zeigen, womit ich laden werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Und so, heute ist Montag und es sind jetzt noch 6 Tage. Ich bin heute voll im Emo-Modus, komplett angepisst, keine Ahnung warum, würde am liebsten weinen, keine Ahnung warum. Habe mich jetzt irgendwie durch mein Beintraining gezwungen und dann noch Cardio gemacht, jo. Ich bin nicht mal mehr hungrig, so angepisst bin ich derzeit. Aber ich werde jetzt trotzdem noch essen, weil ich habe noch relativ viel Eiweiß offen. Und jo, ich hoffe, morgen ist ein besserer Tag. Ja, meine Launen derzeit, ich weiß selber nicht, woher die kommen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf Samstag, weil da gibt es zumindest ein paar Kohlenhydrate. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch essen und dann gehe ich in die Badewanne, dass ich ein bisschen runterkomme. Guten Morgen! Heute ist Dienstag und ich habe 58,4 Kilo. Ich würde gerade gern schreien, weil ich mich so freue über der Felix schlaft. Auf jeden Fall, ich bin jetzt genau noch 100 Gramm von meinem gesetzten Zielgewicht entfernt. Das ist so eine. Ja, heute bin ich auf jeden Fall wieder besser drauf, zumindest jetzt. Ich werde euch heute ein bisschen zeigen, was es bei mir so zum Essen gibt. Und ja, ich habe heute generell komplett Rest Day, also kein Training. Werde aber eine halbe Stunde Cardio machen und ein paar Sachen erledigen. Ich werde eventuell mein Styling mal ausprobieren und Haare ausprobieren. Und ja. Ansonsten eher chillen. Ah, ich gehe heute Massage. Freue ich mich schon total. Und ja, also ein Entspannungstag ist auch wichtig. Und wir sehen uns später. Ich komme gerade von der Massage und habe mir jetzt was gekocht, weil ich verdaue mich schon fast selber. Es ist 4 und ich habe bis jetzt erst 2 Eier gegessen. Jo. Das sind jetzt Cognac-Nudeln mit Garnelen und Brokkoli. Dazu werde ich jetzt noch irgendeine Soße geben. So, bei mir sind jetzt meine No-Carb-Pancakes in der Pfanne. Das Rezept habe ich schon mal auf YouTube hochgeladen. Ich verlinke euch das mal oben. Und da kommt dann ganz viel Erdnussbutter drauf, weil ich habe heute irgendwie keine Lust, Nüsse zu essen. Und jo. Dann gibt es eben sowas heute. Eine Highlight-Mahlzeit des heutigen Tages. Der ganze Pancake hat ja nur 170 oder 180 Kalorien. Und ich habe jetzt noch 30 Gramm Erdnussbutter drauf gebackt. Ja, das hat mehr Kalorien. Aber ja, ich muss ja auf meine Fette kommen. Und bin heute noch immer den ganzen Tag gut gelaunt, muss ich sagen. Ich habe ja heute Rest Day. Ich werde jetzt nur mal entspannen, essen, Tee trinken, mir einen gemütlichen Abend machen. So, mein Betthupferl heute. Ein Proteinfluff aus einem halben Topfen mit Vanille und Vanille Fat Drops. Und dazu geht sich sogar ein Zero Bar aus. Das ist mein absoluter Lieblingsgeschmack. Der ist mega, mega, mega gut. Oh. Heute ist Mittwoch. Ich habe meinen ganzen Vormittag damit verbracht, mein Posing zu üben und mich auch Probe gestylt. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeschminkt. Ja, Posing ist gut gelaufen. Ich bin echt zufrieden. Natürlich muss ich noch üben und vor allem die Rückenpose bereitet mir Probleme. Aber ja, Form wird besser. Ich esse jetzt mal zum ersten Mal. Mein Gewicht ist heute auf 58,5 gewesen. Und ja, das passt auch. Jetzt habe ich noch
2 No-Cup-Tage vor mir und Samstag darf ich dann endlich laden. Ich freue mich schon. Aber es ist gut auszuhalten und ich bin motiviert. Also bei mir gibt es jetzt das. Und eben zwar, das ist wieder mein Lieblingshuhn, das vormarinierte Brokkoli, Tomaten und Zwiebeln und ein Vogelsalat. Gramm vom Sojajoghurt, dann ca. 400 ml Wasser, 2 Teelöffel Xanthan-Gum und dann habe ich noch 25 Gramm Kokosraspeln dazu, weil ich ja so viel Fett essen darf. Und ja, auf jeden Fall ist es jetzt so ein Riesending. Ich stelle es mal auf die Waage, wie viel das wiegt. Und zwar 1 Kilo. Natürlich ist es jetzt mit der Schale, aber die wiegt nicht so viel, die ist aus Plastik. Und ja, macht auf jeden Fall satt, hat jetzt 205, ich glaube 300 Kalorien oder so herum. Bei mir ist gerade Weihnachten. Ich habe ein Backerl bekommen von ChiliFit. Ich zeige euch mal, was drinnen ist. Das ist das erste Outfit. Ich bin absolut verliebt. Es ist so wunderschön und die Qualität der Leggings ist absolut traumhaft. Outfit Nummer 2 werde ich gleich zum Beintraining anlassen. Ich habe da beides in Größe S. Falls ihr bestellen wollt, ich habe einen 10% Rabattcode für euch organisiert. Und Outfit Nummer 2 in Weiß. Ich liebe es. Und falls ihr auch dort bestellen wollt, ich habe einen 10% Rabattcode für euch organisiert. Guten Morgen, es ist heute Donnerstag und fragt mich nicht, was passiert ist, aber mein Gewicht ist wieder nach unten. Ich bin so glücklich gerade und so gut gelaunt. Ich gehe jetzt gleich in mein letztes Cardio-Training und in mein letztes Oberkörpertraining, weil morgen ist komplett Rest-Day und Samstag ist nur mehr so Ganzkörper-Pump-Training. Also ja, ich werde jetzt noch ein letztes Mal Gas geben und danach steht Beauty-Programm am Plan. Heute habe ich Gesichtskosmetik. Ja, vor dem Wettkampf gönne ich mir immer diverse Behandlungen und jo, ich bin auf jeden Fall jetzt motiviert. So, mein letztes Training ist gut gelaufen. Morgen ist nur mehr Rest. Ich habe auch gerade mein letztes Cardio erledigt und das war auch gut. Ich bin heute gut drauf, weil mein Gewicht wieder runter ist und generell jetzt ist die Vorfreude einfach schon so groß. Ja, ich habe mir jetzt gerade meine Zucchini-Pancakes gemacht. Da sind jetzt 35 Gramm Erdnussbutter oben und auf die freue ich mich jetzt sehr. Guten Morgen, Freunde. Fragt mich nicht, was mit meinem Gewicht los ist. Ziel war ja unter 59 zu kommen und auf einmal bin ich unter 57 und jetzt gleich 57,6. Ich weiß nicht, ob meine Waage kaputt ist oder ob das wirklich jetzt gerade so krass runtergeht, mein Gewicht. Ich habe heute mal gut geschlafen, was mich sehr freut. Meine Mama hat mir gestern so homöopathische Hopfenblüten irgendwas mitgegeben und das hat mir zum Glück geholfen. Und mich ein bisschen beruhigt. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist Maße nehmen, weil es mich auf jeden Fall interessiert. Und ja, ansonsten ist heute kompletter Chilltag. Ich werde ein bisschen räumen, meine Nägel mal machen, mich peelen und rasieren gleich für morgen und Eis einkaufen gehen, weil morgen gibt's Eis. Gleich ein komplettes. Ja, und heute ist sozusagen der letzte Tag, an dem ich durchhalten muss. Und irgendwie, jetzt ist die Zeit doch sehr schnell vergangen und
Die Vorfreude ist richtig groß. Mir geht's echt gut. Ich bin so froh, dass ich weder entwässer noch sonst irgendwas, weil es einfach so viel Nerven, Energie und Freude kostet. Und ja, im Endeffekt hat man so einen kleinen Unterschied nur, finde ich, von der Form her. Und es zahlt sich einfach nicht aus. Ja. Also, ich gehe jetzt ein bisschen putzen, zusammenräumen und werde dann nur mehr chillen. Ich habe gleich meinen Einkauf für morgen und übermorgen getätigt. Ich werde ja vorwiegend Carbs essen und so schaut auch mein Einkauf aus. Ich habe 2x Cookies und Karamelleis. Ein ganzes wird es morgen geben und ein halbes, glaube ich, dann am Sonntag. Dann ganz viele Maiswaffeln. Dazu werde ich Marmelade essen. Dann habe ich noch Spekulatius und Butterkekse gekauft. Da werde ich ein paar Kekse, gehen sich auf jeden Fall aus. Und morgen gibt's Müsli. Und ja, der Salat ist für heute. Und eventuell, vielleicht geht sich am Sonntag auch noch so einer aus. Ansonsten werde ich ja nicht cheaten am Sonntag. Schauen wir mal. Guten Morgen, Freunde. Es ist Samstag und es gibt Kohlenhydrate. Ich habe, glaube ich, wirklich sogar geträumt von Kohlenhydraten. Ups. Ich freue mich riesig. Ich habe so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr. Und ja, bei mir geht es dann noch zuerst in mein letztes Training. Da werde ich euch mitnehmen. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Training, es ist so ein bisschen Ganzkörperpumpen. Ein paar Ausschnitte werde ich euch zeigen. Und dann geht's los mit Laden. Ich freue mich so, das ist unvorstellbar. Dementsprechend bin ich heute einmal ein früher Vogel. Und was ich euch noch kurz zeigen wollte, das ist aber erst für morgen. Und zwar hat mir Felix und meine liebe Freundin aus Amerika Gummizeugs mitgebracht. Und Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie das riecht. Das ist oh, geil. Und da sind sogar Pingus drinnen und Hai und oh. Das wird es aber erst morgen geben, weil heute habe ich meinen Tag schon komplett verplant. Aber was es genau gibt, zeige ich euch dann nachher. Letztes kurzes Form-Update, weil ich habe gerade einen Überraschungs-Bikini von meinem Bikini-Sponsor bekommen. Den muss ich euch einfach zeigen. Eiscreme. Ja, und so schaut mein Bauch gerade aus. Der ist ziemlich leer. Nachdem ich jetzt 2 Wochen keinen Gramm Carbs gegessen habe. Und bin gespannt, wie das dann morgen ausschaut, wenn ich ein paar Carbs intus habe und meine Muskeln wieder gefüllt sind, weil derzeit fühle ich mich wie so ein dünnes, keine Ahnung, als hätte ich noch nie trainiert. Aber ja, mit der Form bin ich sehr zufrieden und ich bin gespannt, wie das Ganze morgen ausschaut. Ich war echt noch nie so schmal. Schaut euch das an.
geschafft und ja, ich habe es hoffentlich nicht übertrieben. Jetzt geht's los mit den Cups und oh, die Vorfreude ist riesig. Hallo, blöde Kamera. Und ja, ansonsten werde ich heute nur noch meinen Koffer packen, mich peelen, dann kriege ich 2 Farbanstriche und dann werde ich hoffentlich gut schlafen und morgen ist es soweit. Wie versprochen zeige ich euch, womit ich heute laden werde und auch genau wie viel wovon. Ja, ich habe es mir komplett selber aussuchen können und selber planen. Meine Makros sind relativ eingeschränkt, aber ja. So, und zwar gibt es für mich 60 Gramm Maiswaffeln mit Marmelade. Ich glaube, da habe ich 30 Gramm eingeplant. Dann einen Riegel. Der ist sehr klein, hat nur 100 Kalorien. Ein paar Kartoffeln. Das ganze Eis. Das ist übrigens mega gut und hat nicht so viele Kalorien bzw. nicht so viel Fett wie jetzt zum Beispiel Ben & Jerry's. Falls meine Kamera in 100 Jahren mal fokussiert. Ja, das sind die Werte. Diese Packung enthält 6 Portionen oder eine. dann gibt es 30 Gramm vom Spekulatius. Das ist nicht sehr viel, aber zumindest was. Und ein Müsli. Da habe ich 50 Gramm, glaube ich, mit 300 Milliliter Milch. Ich werde jetzt eben loslegen und freue mich schon riesig. Es ist soweit. Meine Reiswaffel. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie geil das eigentlich schmeckt. So, ich werde mir jetzt den Bauch vollschlagen. Naja, vollschlagen auch nicht, aber zumindest ein wenig. Und wollte mich an der Stelle nochmal bei euch allen bedanken für eure lieben Worte und dass ihr mich immer motiviert und ja, ihr mich einfach unterstützt, wo es geht und es bedeutet mir wirklich sehr viel und motiviert mich nochmal zusätzlich. Also danke, 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 danke und danke fürs Videoschauen und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen und auch über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Mahlzeit!